Guten Tag, Wang. Wang ist der Chefservierer auf der PMS Bouncy. Okay, eine Wärmelampe? Diese leistungsstarke Wärmelampe beginnt, die Außenseite des Tranfleischs anzuschwärzen und verströmt einen stechend beißenden Geruch, der die Gäste von dem normalen stechend beißenden Geruch des Tranferkels ablenkt. Clever, und ein Nieswächter? Dieses Glas wird auch Nieswächter genannt. Auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, warum. Jetzt weiß ich's. Ja, geil. Und dieses Messer? Dieses Tranchiermesser ist extrem scharf. Aber das bleibt es nicht mehr lange, wenn Wang weiterhin seine Tranferkeldosen damit öffnet. Können wir es denn mitnehmen? Was? Vor den Weg! Messel scharf! Mein Messel! Das ist meine Existenzgrundlage! Du nimmst Messel nicht! Unsere Existenzgrundlage. Achtung bitte! Eine Durchsage. Ach, diese Durchsagen. Ben hat gerade alle Mitbewerber bei der Selbststimulationssimulation geschlagen. Okay, können wir die Lampe mitnehmen? Oder fühlen, abdrehen? Abdrehen vielleicht? Die Wärmelampe dreht völlig ab an schlechten, haarigen Tagen und bei Männern, die zu lange brauchen. Hä, ich will die einfach nur nehmen. Oh, nein, Finger weg! Sie verblenden sich, klar! Finger weg! Was, das ist eigentlich ein Dildo hier? Yeah, jawoll! Großartig. Würde ich sagen, nehmen wir uns mal ein bisschen was vom Tranferkel. Was haben Sie anzubieten? Glanferkel! Null vom Feinsten! Wollen Sie? Okay? Ferkel? Oh ja, das klingt gut. Jesus, Maria und Josef, sind Sie taub? Es ist Glanferkel! Ich hab Sie schon verstanden. Für mich bitte eine Portion. Sollen Sie klicken, Boss? Aber keine Beschwerden später, klar? Sollen Sie klicken, Boss? Aber ach, je. Oh mein Gott, was ist das? Versuche die ganze Zeit zu erklären. Tranferkel. Oh, speziell zubereitetes Pökelfleisch Marke Hausschlachtung. So wie Mama es früher immer gemacht hat. Sehr gut, Boss, jetzt gehen. Hey, was ist los mit Ihrem Akzent? Ich wusste, dass ich es nicht durchhalte. Ich bin Chinese, wissen Sie, aber meine Eltern waren buddhistische Missionare. Deshalb bin ich in Wien aufgewachsen. Wenn die Leute mich so hören, dann starren sie mich an. Deshalb versuche ich zu klingen wie ein schlechter Charlie-Chan-Imitator. Zu viel geredet, mehr Leute mit Tranferkel. Sehen Sie? Tranferkel? Geil. Ja, nehmen wir doch am besten noch einen. Ich hätte gerne ein Häppchen von Ihrem Tranferkel. Das Zeug ist ja toll. Fast so wie dieses Büchsenfleisch, nur nicht so teuer. Ja, wir machen das auf einen bestimmten Grund. Aufpassen, dass Sie nicht erlaubte maximale Tagesration überschreiten. Hinweise stehen nicht grundlos auf Büchse. Aha. Oh nein, kein Tranferkel muss Neues holen. Nicht anfassen! Ja, genau. Jetzt ist er nämlich weg. Und jetzt können wir nämlich hier das Messer nehmen. Wenn Wang nicht hinguckt, dann kann ich ihm das Messer vielleicht wegnehmen. Ja, und die Lampe? Okay. Aber du lässt es besser ein wenig abkühlen. Okay, jetzt. Das hast du auf eine masochistische, etwas selbstquälerische Weise genossen. Ja, kann man noch Würstchen nehmen eigentlich? Geheimnisvolles Fleisch? Ist das sicherer, das Fleisch so hängen zu lassen? Deins ist... Ach, vergiss es. Ja, zu einfach, wie? Ja, vielleicht kann man da das Messer benutzen. Hör auf, die Leute zu bedrohen. Wenn du dich schlagen willst, kauf dir doch Warcraft. Ah, wie gut. Ja. Können wir das noch nehmen, das Tranferkel? Du hast dir doch schon alles an Tranferkel genommen, was du nehmen konntest. Du meinst also, ich sei satt?
Nein, aber du hast das ganze Tranferkel gegessen, das da war. Oh. Na gut. Gut, dann haben wir jetzt wenigstens ein Messer und können uns jetzt mal weiter hier so durchgucken. Heißes Fleisch, hatten wir ja schon. So, was haben wir hier? Köstlichen Joghurt. Das hat dir noch gefehlt. Brokkoli-Joghurt mit Kutteln. Von den gleichen Leuten, die dir das Tranferkel kredenzt haben. Ich warte lieber. Und was haben wir hier? Couscous, ah. Du hast noch nie einen Preiselbeer-Couscous mit gequetschter Banane probiert, den du nicht gemocht hast. Ich hab noch nie einen probiert. Na, sag ich doch. Ja, oh, guck mal, Dildo. Yeah, baby. Ah, jetzt hab ich die Musik weggeklickt, die Dose. Na gut, Achtung, was haben wir hier? Bitte. Ah, diese eine Durchsage. Don hat gerade den Frömmigkeitspreis des TLP-Wettbewerbs gewonnen. Ah ja, griechischer Salat. Angucken. Die PMS Bouncy ist hoch erfreut, Ihnen täglich frischen Salat anbieten zu können, auch wenn sie sich längst auf hoher See befindet. Wie machen die das? Ganz einfach. Sie holen sich das Grünzeug, indem sie die Schafsbäume auf dem Topdeck beschneiden. Oh, griechischer Salat. Und dicke weiße Bohnen. Dickmilchsoße. Teig. Mhm. Und hier Pilze? Oh mein Gott. Nein, Larry, es ist nicht das, was du denkst. Das sind kleine Pilze, direkt importiert aus den Caracalla-Pilzkellern von Baden-Baden in Baden. Oh gut, ich hatte schon Angst, es wären Steckrüben. Ja, und Hackbraten? Grün war schon immer die von dir am wenigsten geliebte Farbe, wenn es um Hackbraten geht. Allerdings. Was haben wir hier hinten? Ah, du. Nee, du war... Obwohl, du ist ja auch witzig. Wow, sehe ich nicht heiß aus? Ja. Nein, Bohnendip. Eine große Schüssel mit Bohnendip ziert das Buffet. Bohnendip. Und sie sagen, essen sie so viel sie wollen. Und was haben wir hier? Käsedip? Hey, sieh mal. Mexikanischer Käsedip. Ja, ess mal ein bisschen was. Das kannst du nicht nehmen. Warum nicht? Weil es nicht Naschkäse ist. Ah. Ja, können wir wenigstens was von dem Bohnendip essen? Na, allerdings. Ich liebe Bohnendip. Nur weil es essen sie so viel sie wollen heißt, musst du ja noch lange nicht so viel futtern, bis dir schlecht wird. Und warum nicht? Den kleinen Winzpupser dürfte eigentlich niemand bemerken. Ja, es war am besten noch ein bisschen was. Weil sie nur 239 Bohnen in diese Schale mit dem Bohnendip gegeben haben, Larry. Oh, wirklich? Ganz einfach, Larry. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Klingt wie ein Witz von Marc Siebert. Na, dann noch ein bisschen was. Und noch ein bisschen. Mayday, Mayday, Mayday! Mann über Bord! Großartig. Und noch ein bisschen was. Okay, scheinbar kommt jetzt nichts mehr. Dann schauen wir uns mal an. Ausziehen? Nicht hier, Larry. Und nicht jetzt. Aber vielleicht irgendwo. Irgendwann. Ah, und jetzt können wir furzen, aber das heben wir uns auf, denn ich weiß noch, wo wir pupsen müssen. Dann gehen wir mal hier Esstisch. Setzen wir uns mal hin. Untersetzte Seeleute aus dem ganzen Schiff warten nur auf die Gelegenheit, um der neuen Keine-Mitesser-Polizei des Speisesaals Respekt zu verschaffen. Aha. Und ansonsten? Viele Passagiere der Oberklasse genießen jetzt ihr köstliches Mahl am Buffet. So, so. Gut, was haben wir hier hinten? Es gibt einige Zeichen in der Nähe dieser Tür. Und auf ihr noch ein paar mehr. Verrückt. Und was ist das? Auf beiden Seiten dieser Tür befinden sich einige große Poster. Und was steht da drauf? Achtung bitte. Beeindruckende Werk, total dicker... Hadi hat soeben den Enthaltsamkeitspreis im TLP gewonnen. Ja, großartig. Also was steht da drauf? Beeindruckende Werbeplakate in der Größe von Kinopostern
hängen auf beiden Seiten der Tür. Darauf steht: total dekadent. Ich war völlig betäubt. Ein einziger Taumel der Raserei. Eine erotische Offenbarung. Sogar noch besser als Cats. Alles klar, das klingt schon mal gut. Dann hier einfach mal weiter nach links. Ah, was können wir denn hier so machen? Ein Schwertfisch. Gibt den Schwertfisch-Dinner gestern Abend eine neue Dimension? Was, Larry? Ja. Ha, guckt euch das mal an. Das Schwein und hier unten kommt als Würstchen raus, oh Gott. Ah, ein Dildo. Yeah, baby. Bam, 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 bam. Yeah. Nein, überhaupt genießt mal dieses ganze Bild. Also hier erstmal so ein Fisch, der zerquetscht wird. Und dann kommen hier die, keine Ahnung, Kaviar raus oder was. Hier eine Guillotine. Hier das Schweinchen. Eieiei, und hier so ein Kuchen mit so einem... Wie geil das einfach nur ist. Was haben wir hier? Ach, den Fleischwolf, okay. Dann gucken wir uns mal durch. Eine Handtuchrolle. Um Geld zu sparen, hat jemand den Anfang des Handtuches am Ende festgenäht und so einen langen Kreislauf geschaffen. Das spart vielleicht Geld, aber es vermindert das Zutrauen in die Sauberkeit des Küchenschiffs. Auf dem Schild an der Seite steht: letzte Wartung Juni 1954. Das ist länger her. Können wir uns davon vielleicht was abschneiden? Hör auf, die Leute zu bedrohen. Wenn du dich schlagen willst, kauf dir doch Warcraft. Alles klar, was ist im Mülleimer drin? Der Mülleimer ist der einzige Gegenstand in der Küche, der peinlich sauber ist. Es sieht so aus, als ob sie nie was wegwerfen würden. Dann nehmen wir einfach mal was davon. In diesem Mülleimer ist nichts versteckt, klar? Den Boden kannst du doch von hier aus erkennen. Aber L. Lowe versteckt immer etwas im Mülleimer. Nicht bei diesem Spiel. Munsil hätte ihn nicht gelassen. L. Lowe, also der Spielemacher halt. Dann gucken wir uns mal die Schublade an. Diese Schubladen sind seit dem Berliner Mauerbau nicht mehr geöffnet worden. Ja, dann machen wir das einfach mal. Öffnen. In diese Schubladen kommst du nie rein. Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Ja, alles klar. Was haben wir denn sonst noch hier? Kaviarmeister 2000. Der Kaviarmeister 2000 ist für diejenigen, die ihre Eier fischig und frisch mögen. Mhm, können wir den benutzen? Okay, ansonsten haben wir hier ein Fliegenpapier. Insekten auf gekräuselte Papierstreifen zu applizieren, hast du immer als anziehende Idee empfunden. Ja, und der Fifi? Oh. Nein, nicht Fifi! Ah, Fifi, oh Gott, und was haben wir hier? Ein Ofen. Kennst du die drei Hauptbestandteile eines normalen Ofens? Stößel, Rohr und Eierkohle. Und den Topf. Na, mal gucken, was ist denn da drin? Netter Topf. Erinnert mich an meine Studentenzeit. Der Richter gab mir 6 Monate auf Bewährung. Ja, können wir den nehmen? So, und Salz, können wir das auch nehmen? Dieser Streuer enthält ausschließlich Original-Seesalz. Eigens vom Schiffsrumpf kurz vor der jährlichen Spritzkur abgekratzt. Na, alles klar, mitnehmen. Reicht das Salz rüber? Das ist nicht komisch. Okay, du versuchst ja die ganze Zeit, hier Witze zu reißen.